Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 8. Episode des Samuel Lift Podcasts. Ja, ich kann es kaum glauben, aber mittlerweile sind es echt 8 Episoden. Und heute bin ich in einer sehr interessanten Stimmung. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Was da heißt, du wirst niemals bereit sein. Du wirst niemals bereit sein, das zu tun, was du tun musst. Und wenn an dem Punkt, wo du es tun musst. Ich bin eine Person, also ich weiß noch, dass ich vor etlichen Jahren, als ich abgenommen habe vor 3 Jahren, immer gedacht habe, es wäre besser, jemanden erst 2 Tage oder 3 Tage später zu treffen, weil ich dann noch 3 Tage Zeit habe, mich vorzubereiten. Weil ich dann noch 3 Tage Zeit habe, mehr abzunehmen, um besser auszusehen, anstatt dass ich den Moment ausnutze, wenn er jetzt gerade ist. Zum Beispiel habe ich extrem oft Verabredungen abgesagt, weil ich mir dachte, dass ich nicht bereit bin, dass ich noch ein paar Tage brauche, um mich vorzubereiten. Zum Beispiel habe ich mich aufs Schwimmbad vorbereitet. Ich wollte, dass ich am Tag X, wo ich ins Schwimmbad gehe, gut aussehe. Und ich konnte nicht Tage vorher, wo alle anderen schon schwimmen waren, konnte ich nicht ins Schwimmbad gehen, weil ich eben nicht darauf vorbereitet war. Jetzt ist genau das Gleiche mit allen anderen Dingen im Leben, wie zum Beispiel mit der Arbeit aktuell, dass ich dachte, dass ich bereit bin, aber ich war immer noch nicht bereit. Trotzdem habe ich es geschafft. Ich habe trotzdem die Dinge geschafft, obwohl ich nicht bereit war. Denn der Faktor ist, egal was du tun möchtest, was du machst, du wirst dafür niemals bereit sein. Du kannst glauben, dass du bereit bist. Du kannst glauben, dass du dich dann auf den Moment gut vorbereitet hast. Ja, und vielleicht hast du dich gut vorbereitet. Vielleicht bist du dann besser konditioniert als vorher. Aber wer weiß, ob du dann an dem Zeitpunkt, wo du nicht bereit warst, vielleicht doch mehr Spaß gehabt hättest oder mehr Erlebnisse gehabt hättest, die dich in der Lebenszeit hier auf der Welt prägen können. Mich hat es extrem fasziniert, dass ich so lange dachte, dass ich jetzt endlich bereit bin, Dinge zu tun, die ich vorher nicht tun konnte, weil ich jetzt eben ja besser aussehe als vorher, weil ich jetzt eben die ganzen Dinge habe, die mich erfüllen im Leben. Trotz dessen falle ich auch extrem oft zurück in alte Gewohnheiten. Extrem oft. Mittlerweile kann ich direkt danach meine Fassung bewahren und mich direkt danach analysieren und verstehen, warum ich gerade so bin, was ich mache, warum ich und wie ich das verhindern kann, was ich gerade mache. Daran arbeite ich aktuell so extrem. Mich danach, wenn ich etwas getan habe, was mich in meiner Mentalität extrem beeinträchtigt, mich danach ja selbst zu umarmen, mir danach die Energie zu geben, das Ganze eben nicht ganz so ernst zu sehen vielleicht. Und vielleicht musst du gar nicht bereit sein, vielleicht musst du gar nicht 100% prepared sein. Vielleicht musst du gar nicht 100% vorbereitet sein, um die Dinge zu tun, die du tun möchtest. Vielleicht solltest du einfach öfter mal die Dinge tun, die du gerade in dem Moment tun möchtest, weil jetzt gerade zum Beispiel möchte ich diese Podcast-Folge aufnehmen. Bin ich gerade bereit, die Folge aufzunehmen? Ich habe extrem wenig geschlafen die letzten Tage, wie fast immer. Ich habe heute nichts gegessen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich war noch gerade noch mit einem Kollegen draußen und bin ich bereit, diese Podcast-Folge aufzunehmen? Ich würde sagen, fast nicht. Ich spreche gerade ziemlich schnell, ich bin gerade ziemlich ungeduldig, ich bin gerade ziemlich müde. Doch trotzdem mache ich diese Podcast-Folge gerade, weil ich glaube, dass es unabhängig davon ist, ob ich bereit bin, dass es unabhängig davon, wie gut die Folge wird, ob ich dann bereit habe, in dieser Folge aufzunehmen, mich besser vorbereitet habe oder nicht. Denn letztendlich geht es nur darum, hier meine Gefühle in irgendwelche Worte zu bringen. Ich probiere euch da draußen irgendwas mitzugeben, was in meiner Seele, was in meinem Geist so rumwandelt jeden Tag, was ich mir denke beim Tun von Dingen, was ich machen kann. Heute zum Beispiel hatte ich eine extrem prägende Situation an meinem Tag. Ich war auf der Arbeit und hatte eine Situation, dass ich auf der Arbeit extrem im Unrecht habe und einer Kundin extrem Unrecht angetan habe. Nicht wissen, ich habe im besten Gewissen und Gewissen gehandelt, nur das getan, was ich für richtig hielt, was das Beste war. Trotzdem habe ich einer Kundin eben Unrecht getan und habe was gemacht, was ich nicht hätte tun können sollen, was nicht erlaubt war. Also es war eine Verletzung von der Privatsphäre. Ich habe mich so extrem schlecht gefühlt. Die Kundin war auch sehr enttäuscht und hat alle vor einem Kollegen mich dann sozusagen als der nichts, kein Fachwissen hat, dargestellt. Das hat mich extrem verletzt in meiner Selbstwahrnehmung, weil ich mich so eben nicht wahrnehme. Und ich habe extrem lange, locker eine halbe Stunde auf Arbeit darüber nachgedacht, warum es mich so stört, warum ich nicht das einfach vergessen kann und ich akzeptiere, dass ich nicht alles wissen kann, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das hat mich extrem verletzt. Extrem. Ich bin dann auch zu Kollegen gefragt, wie die das sehen, warum die denken, dass es mir so geht, warum ich das nicht einfach vergessen kann. Ich habe da extrem lange drüber geredet und das war wieder so eine extrem krasse Situation, dass ich dachte, ich bin bereit dafür, mit der Kundin das und das zu machen, aber scheinbar war ich es gar nicht. Ich war es scheinbar nicht, obwohl ich dachte, ich bin bereit. Ich dachte, ich bin bereit, Dinge zu tun, die ich tun kann eigentlich. Aber ich war es scheinbar nicht. Und wann bist du wirklich bereit? Wann bist du wirklich bereit, Dinge zu tun? Bist du wirklich bereit, morgen früh dein Leben zu verändern, Dinge zu tun, die dich glücklich machen? Bist du wirklich bereit dazu? Warum bist du nicht jetzt bereit? Was hindert dich denn jetzt gerade, das zu tun, was du tun möchtest?
Das sind einfach so Fragen, die ich mir Tag für Tag, jede Sekunde fast schon meines Lebens stelle. Und im Endeffekt komme ich immer wieder auf dieselbe Antwort hinaus, dass ich mir da viel zu viele Gedanken mache und einfach das tun sollte, was mich glücklich macht. Und ich hoffe, dass du das auch tust, dass du anfängst, das zu tun, was dich jetzt gerade glücklich macht und die Dinge enjoyst, die Dinge akzeptierst, die jetzt sind. Kann ich verändern, wie ich aussehe jetzt gerade in dem Moment? Kann ich jetzt verändern, jetzt in dem Moment? Ich kann natürlich verändern, wie ich in einem Monat aussehe. Aber kann ich verändern, wie ich jetzt gerade aussehe? Nein. Und was soll ich jetzt machen? Nur weil ich heute einen schlechten Tag habe und mich schlecht fühle, schlecht aussehe, soll ich dann auch meine Umwelt schlecht beeinflussen? Oder warum kann ich nicht einfach das akzeptieren und das Beste daraus machen? Ich bin so ein Mensch, der sich dann extrem davon beeinflussen lässt. Wenn ich zum Beispiel extrem beschissen aussehe, meine Haut, meine Akne wieder extrem schlecht, oder ich zugenommen habe, oder was auch immer, ich nicht zum Sport gehen kann, weil ich krank bin, was auch immer, lasse ich mich davon extrem beeinflussen. Aber wieso? Kann ich nicht diesen Faktor einfach ausblenden, diesen Faktor aussehen, einfach ausblenden und das Leben so leben, als ob ich jeden Tag gut aussehe, was ich wahrscheinlich zu Hause mehr tue. Nur weil ich selber nicht sehe, heißt nicht, dass ich nicht tue. Und dass jeder von euch hat extrem tolle Seiten an sich. Und wenn du die Seiten jeden Tag zeigen könntest, wie toll du bist, was für eine Kraft in dir steckt. Es ist auch tatsächlich so, dass ich zum Beispiel auch merke, wie ich manchen Personen gegenüber extrem selbstbewusst und selbstsicher auftreten kann, aber mit denselben Fragen einer anderen Person auf keine Antwort weiß. Obwohl ich dieselben Fragen gestellt bekomme, weiß ich bei der einen Person, bei der ich selbstbewusst bin, viel bessere Antworten als bei der Person, bei der ich unselbstbewusst bin. Wenn ich zum Beispiel Erfahrungen mache mit einer Person, bei der ich sehr viele Fehler gemacht habe, bin ich automatisch angespannt und antworte fast schon automatisch falsch. Wenn ich aber mit einer Person rede, bei der ich sehr selbstbewusst bin, bei der ich extrem viel richtig gemacht habe, dann bin ich automatisch selbstbewusst und kann da viel bessere Antworten treffen. Und wie immer erzähle ich hier einfach nur Dinge, die mich so interessieren in meiner Podcast-Folge. Ich hoffe, dass euch sowas auch interessiert. Das macht mir jedenfalls riesen viel Spaß. Das ist meine Leidenschaft hier. Wirklich. Ich liebe das. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als das, was ich jetzt gerade tue und jeden Tag tun darf. Denn um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich, obwohl ich sehr viel tue, obwohl ich sehr viel mache, obwohl ich sehr wenig schlafe, obwohl ich sehr wenig arbeite, dass ich eigentlich ein sehr schönes Leben habe und dafür dankbar sein darf. Ich bin in Berlin geboren. Ich musste in meinem Leben noch nie hungern. Ich habe noch nie richtig hungern müssen, unfreiwillig. Ich habe so viel geschenkt bekommen in meinem Leben. Ich kann laufen, ich kann gehen, ich kann essen, ich kann duschen, ich kann Zähne putzen, ich habe Zähne, ich habe einen Kiefer, der in einer Position ist, die akzeptabel ist, die in einer richtigen Position ist. Ich kann bald komplett ohne Hürden lächeln. Und sobald ich komplett frei lächeln kann, werde ich kann jetzt schon so gut lächeln, wie ich es in meinem Leben noch nie konnte. Jetzt mit Zahnspangen und Zahnlücken kann ich so schön lächeln, wie ich es noch nie konnte in meinem Leben fast schon. Ja, lächelt ein bisschen mehr vor. Lächelt mal jeden Tag nach dem Aufstehen. Nehmt mal ein paar Gedanken, die euch ein gutes Gefühl geben. Oder am besten schon vorm Schlafen gehen. Malt euch die drei schönsten Dinge, die ihr am nächsten Tag machen wollt. Und dann werdet ihr erstens besser einschlafen, mit einem besseren Gefühl aufstehen, einen leichteren Start in den Tag haben und euer Leben einfach schöner gestalten können. Ich bin Samuel Lift, ich tue sehr viel und hoffe, dass du auch die Dinge schaffst, die du dir vornimmst. Ich schaff's auch nicht. Also ich bin extrem oft verzweifelt und extrem oft traurig, warum ich Dinge nicht schaffe, die ich mir vornehme. Aber im Endeffekt tun wir alle unser Bestes und ich denke mal, das reicht auf jeden Fall aus. Wenn jeder von uns sein Bestes tut, dann sind wir alle unglaublich toll. Also das soll zu meinem kleinen Part hier gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Leben, Freunde. Schönes Jahr 2019 euch noch. Ich habe bald Geburtstag. Ich werde tatsächlich in einem Monat 19 Jahre. Ich glaube, eine Folge zu meinem Geburtstag wird auch noch bald kommen. 19 Jahre. Darauf bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin Samuel Lift, Out of Lifting, Freunde. Instagram ist unten verlinkt, Samuel Lift. Schaut dort gerne vorbei. Ich bin todmüde. Ich gehe schlafen, Freunde. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein. Euer Samuel Lift.